Was für ein Sommer. Hitze, verheerende Waldbrände, ausgetrocknete Seen, die Flüsse haben die niedrigsten Pegelstände seit lang. Der Klimawandel ist da und er ist menschengemacht. Das muss inzwischen auch der letzte Idiot zugeben. Obwohl, nein, nicht ganz. Bleibt Ihre Partei dabei? Der Klimawandel, der ist nicht menschengemacht? Also ich muss Ihnen sagen, so wie diesen Sommer kann ich mich nicht erinnern, schon mal so gefroren zu haben. Also ohne Pulli draußen sitzen, abends auf der Terrasse, ist schlicht unmöglich. Ja. Wenn man selbst die Pfanne so dermaßen heiß hat, dann kommt einem alles andere kühl vor. Fakt ist, die drei wärmsten Sommer der Messgeschichte waren alle in diesem Jahrtausend. Die Jahreszeiten verändern sich. Der Sommer wird immer länger. Das hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Sie sagen logisch, mehr Sommer heißt mehr Grillen. Ja, und immer Steak und Grillkäse, das kann ja nicht gesund sein. Aber es geht natürlich um viel, viel mehr. Kalte Tage, verbunden mit Ruhezeiten für die Pflanzen, sind weniger geworden. Mit Folgen für Menschen mit Allergien. Und das sind in Deutschland mehr als 30%. Die Pollen fliegen länger im Jahr. Pollensaison startet früher, geht länger. Es fliegen mehr Pollen pro Tag. Die Pollen werden aggressiver. Die Pollen werden aggressiver. Es gibt inzwischen Meldungen von Senioren, die auf offener Straße überfallen und ausgeraubt werden. Von Birkenpollen. Was für ein Wahnsinn, hätte man noch nie mit gerechnet. Pollen werden zur Bedrohung für die Menschheit. Ich meine, Flutwellen, Meteoriten, Aliens, das ist man ja gewohnt von Katastrophenfilmen. Aber Pollen? Und wenn Deutschland langsam tropisch wird, dann werden auch noch ganz andere Gefahren importiert. Ich habe noch gelernt, dass das West-Nil-Fieber-Virus eine Tropenerkrankung ist. Jetzt haben wir sie hier in Deutschland. Das West-Nil-Fieber-Virus in Deutschland. Ärzte gehen davon aus, dass das West-Nil-Fieber-Virus in 50 Jahren auf Platz 3 der Todesursachen in Deutschland sein könnte. Ich vermute, auf Platz 2 wird sein, vom Krokodil angefallen, Platz 1 von der Kokosnuss erschlagen. Es gibt inzwischen Tiere in Deutschland, die es bislang nur in den ostasiatischen Tropen gab. Weil es immer heißer wird, siedeln sich Stechmücken wie die asiatischen Busch- oder Tigermücken mittlerweile auch in unseren Breitengraden an. Sie übertragen Enzephalitis-Viren, die zu einer Entzündung des Gehirns führen können. Oder das Dengue-Fieber, das eigentlich nur in tropischen Regionen vorkommt. Und auch die Malaria droht uns in Deutschland. Immerhin, ich denke, wenn nicht mehr nur afrikanische Staaten von der Malaria betroffen sind, sondern auch Länder wie Deutschland, dann wird es bald sicher eine Malaria-Impfung für alle geben. Davon bin ich überzeugt. Und ja, die Hitze ist natürlich auch ein Problem. Einfach die Hitze als Hitze. Deutschland ist inzwischen auf Platz 3 der Hitzetoten weltweit. Und zwar nicht im Verhältnis zur Bevölkerung, in absoluten Zahlen. Auf Platz 3 der Hitzetoten hinter China und Indien. Es gibt halt Länder mit Hitzeschutzplänen. Frankreich zum Beispiel, da sieht ein Register mit alleinstehenden Personen über 60 Jahren vor, dass die dann von Sozialarbeiterinnen bei einer Hitzewarnung betreut werden. Der Hitzeschutzplan in Deutschland ist cool bleiben. Und selbst wenn es uns jetzt gelingt, radikal umzusteuern bei den CO2-Emissionen, und besser ist, es gelingt uns, radikal umzusteuern, selbst dann zeigen sich die Wirkungen ja nicht sofort, sondern erst in 20, 30, 50 Jahren. Das ist leider auch nicht so gut für die persönliche Motivation. Na, ihr Lieben, seid ihr motiviert? Wie läuft's mit dem Verzicht? Was macht der innere Schweinehund? Oh, Alex, willst du vielleicht gleich mal sagen, wie es bei dir läuft? Ich spüre da so ein emotionales Gefühl bei dir. Ich habe einfach keine Selbstdisziplin. Ich wollte echt aufhören, aber nun habe ich es wieder getan. Und Plastikmüll produzieren. Ja. Wir kriegen das hin. Wir von den Weltwatchers haben ein Programm entwickelt, damit der Kohlenstoffausstoß im Alltag abnimmt. Wir nennen es Low Carbon. Den Low-Carbon-Lifestyle im Alltag umzusetzen, ist für viele ultra schwer, aber es lohnt sich, denn es geht um eure Gesundheit und die eurer Kinder. Ey Leute, ganz kurz, Entschuldigung, also ist das denn wirklich so schlimm? Also ich meine, also mir geht's gut. Früher hat uns so ein Carbon-Zeug auch nicht interessiert. Ja, Opa, und meine Generation hat voll die Arschkarte. Und deswegen bin ich motiviert as fuck und ziehe das richtig durch mit dem Low-Carbon. Also ab nächsten Monat. Da habe ich mir dann gedacht, fange ich so richtig an. Weil vorher musste ich mit meiner Freundin noch nach Ibiza. Ich war gerade auf Island. Ja, tolles Wochenende.
Och Leute. Ja, ich bin ein Vierteljahr quasi gar nicht geflogen, aber echt verzichtet. Dann kann man sich ja wohl mal einen Flug gönnen. Also nee, Leute, das ist mir hier zu viel Cheat-Day-Mentalität. Ja, man will halt noch mal die Gletscher sehen, bevor die abschmelzen. Wir machen jetzt mal eine Übung. Und die heißt, online bei Elektroschrottmüll aus aller Welt, den wir eh wieder zurückschicken, nicht auf Kaufen klicken. Der beste Moment, um mit Low Carbon anzufangen, ist immer jetzt. Wirklich, es ist 11:55. Dann ist ja jetzt Mittagspause, oder nicht? Früher hat uns dieses Low Carbo überhaupt nicht interessiert. Ja, und heutzutage ist das Gott sei Dank anders. Ja, okay, vielleicht sollte es ein bisschen abnehmen. Das Problem ist, wie fängt man an? Vielleicht wäre Intervall was für dich zum Einstieg. Intervall, was ist das? Da fährst du ab 18 Uhr kein Auto mehr. Und das hältst du dann 14 Stunden durch. 14 Stunden gar kein Auto fahren. Ansonsten kannst du ganz normal fahren. Fliegen, streamen, Fleisch essen, geht das auch? Das hört sich eigentlich machbar an. Ja, Mann, Low Carbon. Ich probier das. Weltwatchers, ja, come on. Hm? Früher hat uns dieses Low Carbon... Ahoi und guten Abend, liebe Gäste, hier spricht Ihr Kapitän. Ich empfehle Ihnen Steuerbord einen Blick aus dem Fenster. Bei herrlichen 45 Grad fahren wir in diesem Moment über Amsterdam. Wow. Das ist voll schön. Ja, ist schon geil. Ach, die Natur ist so überwältigend, oder? Ein Film von Freddy Radeke und Jakob Leube. Dass die Zahl der Hitzetoten in Deutschland so hoch ist, liegt auch daran, dass wir gar nicht begreifen, wie schädlich Hitze sein kann. Deshalb werfen wir jetzt einfach mal einen Blick auf den deutschen Körper, ja, einen typischen deutschen Körper, um zu verstehen, wie funktioniert das Kühlsystem des Körpers. Ich würde Ihnen das gerne erklären, deswegen herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik Erklären Gesundheit. Der menschliche Körper, ein wahres Wunderwerk. Ich zeige Ihnen hier mal ein Modell. Was, ich jetzt? Nee? Oh, mir ist warm. Ja, natürlich du. Also, unser Körper besitzt ein eingebautes System zur Temperaturregulierung. Dazu gehört zum Beispiel das Herz. Das ist die Leber. Erkennt man doch an dem Aufkleber. Was für ein Aufkleber? Ah, dieses Organ wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Brauereiverband. Okay. So. Der menschliche Körper hält eine Temperatur von wie viel Grad? 37. Außer Olaf Scholz, der hat 22. Aber das ist ein anderes Thema. Auf Abweichungen reagiert der Körper sehr empfindlich. Ab 38 Grad hat man schon Fieber, ab 41 Grad versagen die Zellen, ab 42 Grad versagt das Gehirn. Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Ab 43 Grad versagt das Deo. Stimmt. Um das zu verhindern, hat der Körper mehrere tausend Wärmerezeptoren. Ja, und alle melden gerade, es ist warm und ich habe keinen Bock. Ruhe jetzt. Die Rezeptoren funken ständig Informationen an den Hypothalamus. Hä? Kopf. Ah. Der Hypothalamus ist die Schaltzentrale im Gehirn. Diese Schaltzentrale muss ständig auf 30.000 Meldungen reagieren. Das sind mehr Informationen, als ein Teenager mit Smartphone an einem ganzen Tag verarbeitet. So, jetzt steigt die Außentemperatur. Hier in diesen Breitengraden. Problem, wir sind das nicht gewohnt und verhalten uns erstmal instinktiv falsch. In Deutschland ist man es ja gewöhnt, den ganzen Tag zu arbeiten, sich auch nicht zu schonen, sich auch mal in die pralle Sonne rauszusetzen mittags. Bei Hitze muss man sich aber anders verhalten. Da muss man eben bei der Arbeit auch mal Pausen machen. Man muss auch mittags mal ein paar Stunden gar nichts mehr tun. Sich auch beim Arbeiten zwischendurch mal hinlegen und entspannen, auch mal schlafen. So wie man das kennt. Aus welchen Orten zum Beispiel? Ja, Orte mit südländischer Lebensweise, oder? Italien, Spanien, deutsche Stadtverwaltungen. Ganz genau. So, was passiert jetzt? Der Hypothalamus merkt, es wird zu heiß. Und er arbeitet dagegen an. Er weist die Blutgefäße der Haut an, sich zu weiten. Was? Weiten. Ich soll weiten darstellen? Mimisch und gestisch oder was? Ich bin doch nicht Olaf Scholz. Mit dem Weiten der Gefäße wird Wärme nach außen transportiert. Dadurch sinkt der Blutdruck und alle Organe werden weniger durchblutet, vor allem das Gehirn. Ja, das ist wie in einem Mehrfamilienhaus, kennt man ja. Wenn in den unteren Etagen alle duschen, dann tut's oben die Klospülung nicht mehr. Das heißt, der Körper wird zwar kühler, man wird aber gleichzeitig dümmer.
Bei 1 Grad runterkühlen kann einem schwindelig werden. Ab 2 Grad runterkühlen leidet bereits die Konzentration. Ab 5 Grad runterkühlen schließt man ein Bild-Plus-Abo ab. Post von Wagner, interessant. Aber bei sinkendem Blutdruck muss das Herz auch mehr pumpen, was das Herz dann wieder anstrengt und zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Dom, do, do, dom, 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 dom. Wenn es nun noch heißer wird, dann startet der Hypothalamus Stufe 2 des Kühlsystems, die Evaporation, also Schwitzen. Der Körper verfügt ja über Millionen von Schweißdrüsen. Die Schweiß produzieren, der sich dann auf dem Körper verteilt und ihn durch Verdunstung kühlt. Achtung, der Körper verliert dadurch aber natürlich Flüssigkeit, die wieder zugeführt werden muss. Stopp! Typischer Fehler, viele nehmen Bier. Bier hat den Nachteil, dass es Alkohol enthält. Und der Alkohol entzieht dem Körper natürlich wieder Flüssigkeit. Deswegen lieber was anderes trinken. Neben dem Schwitzen regt der Hypothalamus auch die Produktion des Hormons Vasopressin an. Vasopressin hilft dem Körper zwar, die Flüssigkeit zu behalten, steigert aber gleichzeitig auch die Aggressivität. Vasopressin? So ein Kack? Stimmt doch gar nicht. Doch, es ist so, es gibt da Studien zu, Vasopressin steigert die Aggressivität, besonders bei Männern, bei Hunden und wirklich wahr übrigens, bei Hamstern. Und deswegen kommt es halt gerade im Sommer so oft zu Kneipenprügeleien. Oh, der Hamster hat so richtig zugeschlagen. Das war Erklärin Gesundheit. Die Kriminalpolizei warnt, immer mehr Menschen werden Opfer von Abo-Fallen im Internet. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie allzeit gut informiert sein. Am besten abonnieren Sie heute noch den Extra 3-Kanal. Und hier geht es gleich zum nächsten Video. Bitte lachen Sie vorsichtig.